Moin Moin und Hallo, mein Name ist Hoover und ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Teil von Russian Valley, einem Mudrunner Let's Play. Ja, ich habe mich diesmal entschlossen, einen Let's Play zu spielen mit einer Custom Map, und zwar Russian Valley. Im Unterschied zu den bisherigen Let's Plays gibt es hier keine Stammausgabe in dem Sinne, sondern das Spiel bedient sich dem Scavenge Mode, der mit dem DLC The Rich eingeführt wurde. Und dort ist es so, dass es verschiedene, ja, ich sag mal, wie heißen die? Sammelorte, genau. Verschiedene Sammelorte gibt auf der Map. Und zwar sind die je nach Spiel, also wenn man das Spiel ein zweites Mal neu beginnt, sind diese Sammelorte unterschiedlich belegt. Ja, ich starte das am besten mal, dass man einfach sieht, was ich meine anhand der Map, die ich dann gleich aufrufen werde. Hier gibt es einen A969 zum Start und auch den 130. Ich glaube, das ist so gedacht, dass man diese beiden auf jeden Fall zu Beginn benutzen sollte. Und das machen wir jetzt mal. Wir starten mal diese Map. Und so, B130 freigeschaltet. Das hängt damit zusammen, dass der direkt hier neben uns steht. Der hat auch insgesamt 3 Werkstattpunkte mit sich. Das heißt, ein Werkstattpunkt hat er in dem Auflieger und 2 Werkstattpunkte sind in dem Anhänger. Und hier gibt es auch eine Werkstatt freizuschalten. Wenn wir jetzt einmal auf die Map schauen, dann sieht man, hier gibt es Punkte, die nennen sich Ressourcen sammeln unerforscht. Und es kann eben sein, dass hier an diesen Stellen Hölzer liegen, Stämme liegen, die man dann einsammelt. Das heißt, es gibt nicht eine Stammausgabe an sich, wo man hinfährt und belädt dann nach Wunsch, sondern es kann sein, dass eben hier, was weiß ich, 4 Kurzhölzer sind oder hier 2 Langhölzer. Es kann aber auch sein, dass sich dort überhaupt keine Ressourcen verbergen. Und die Map ist jetzt auch nicht sonderlich groß und ich verfolge mit diesem Let's Play noch ein kleines anderes Ziel, und zwar nehme ich das erste Mal jetzt in 1440p auf und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann mit Qualität und Größe der Dateien und Pipapo und so weiter ist. Ja, wir können eigentlich erstmal mit dem 969 ein bisschen erkunden fahren. Und dafür hupe ich einmal kurz und wecke meinen Fahrer auf. Und wir gucken nochmal ganz kurz, wo wir von hier aus am ehesten mal hinfahren sollten. Ich denke, wir fahren vielleicht erstmal zu dem Beobachtungspunkt hier am westlichsten Punkt. Und schauen dann mal, was wir so in dieser ersten Folge alles entdecken und machen können. Ja, ich habe natürlich ein paar Mods hier drauf. Also dieses Mal habe ich mich wieder für den Summer Graphics Mod entschieden. Ich brauchte das mal wieder hier ganz quietschebunt und hell. Und ja, noch so dit und dat. Die Nächte und Tage ein bisschen anders. Die Wolken habe ich beigelassen. Aber nichts Wildes verändert. So, wir fahren hier, glaube ich, mal direkt durch die Botanik hier rechts. Da hat der 969 ja sowieso seine Stärke. Ich glaube, hier kann ich mal die Differentialsperre mit anmachen. So, und dann sind wir schon eigentlich relativ... Da hinten sehe ich doch schon die Fahne wedeln. Dann düsen wir mal hier direkt durch. Beziehungsweise da geht auch ein Weg lang. Aber wir brezeln jetzt hier mal direkt geradeaus durch. Sehr schön. So, dann können wir mal auf die Karte gucken. Den B130, den hatten wir ja schon. Aha, hier sieht man beispielsweise Ressourcen sammeln 2x Langholz. Das heißt, hier sind 2 lange Stämme, die dann 2 lange Stämme müssten sein.
6 Punkte. Hier unten haben wir einmal Ressourcen sammeln. Die ist aber leer, diese Ressourcensammelstelle. Das heißt, da brauchen wir nachher nicht hinfahren. Ja, und ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zurück auf die Straße und dann fahren wir hier einfach erstmal den Weg runter in Richtung dieses Beobachtungspunktes hier. Oder fahren wir erstmal nach Norden? Nee, wir fahren hier ruhig erstmal runter, dass wir hier vielleicht irgendwie mal in Richtung der Werkstatt weiter erkunden. Rückwärtsgang rein. Und zurück Richtung Straße. Ja, ich bin immer noch so am Tüfteln mit den YouTube-Videos, weil die Bitraten ja da doch relativ niedrig sind im Vergleich zu dem, was man aufnehmen kann. Und ich versuche das jetzt einfach mal in der Originalauflösung in 60 Frames. Und dann werde ich mal sehen, wie das Ganze sich dann bei YouTube verhält. Insbesondere interessiert mich, wie die Qualität dann ist, wenn ich dann auf 1080p schalte auf YouTube. Ups. Also hier werde ich gleich mal direkt jetzt muss ich eben noch mal gucken. Achso, wir haben unseren ersten Wegpunkt gar nicht abgefahren. Das heißt, ja, ich brauche jetzt aber eigentlich erstmal nur der Straße ein bisschen weiter folgen. Und dann gucken wir, dass wir irgendwann abbiegen in Richtung des Beobachtungspunktes, es sei denn, der ist direkt an der Straße. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Straße hier das Lenkrad immer verreißt. Ah, jetzt geht es ein bisschen besser. So, hier müssen wir jetzt eigentlich links. Ich gehe mal auf die Außenbord. Fahre noch mal ein Stückchen weiter vor. Mal gucken, ob wir hier links irgendwo die Fahne sehen. Da hinten ist er doch. Okay, dann würde ich sagen, hier würde ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht so gerne durchfahren. Das heißt, wir fahren hier einfach mal an dem Rand lang. Hier ist es aber ganz schön matschig. Ja. Ich schalte vielleicht mal ein bisschen weiter runter. Oh, ich fahre mich ja hier direkt komplett tief ein. Na komm schon. Gar nicht so einfach hier. Und ich sehe auch gerade, ich bin nicht ganz voll getankt und habe auch ein bisschen Schaden. Da hätte ich mich vielleicht sogar eben ganz zu Beginn von dem B130 mal reparieren lassen können. Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee gewesen. Da hinten sehe ich, glaube ich, noch sowas wie eine Stammausgabe. Beziehungsweise den Ressourcensammelpunkt. Ach so, ja, da sehen wir ja sogar schon. 4x Kurzholz haben wir gerade freigeschaltet und anscheinend, nochmal zurück, wenn man hier hinten guckt, dann sind diese 4x Kurzholz hier so übereinander gestapelt. Okay, ansonsten geht der Weg hier erstmal weiter. Okay. So, was mache ich als nächstes? Ich würde, glaube ich, jetzt mal direkt versuchen, mit dem B130 hier entlang zu fahren und eventuell direkt die 3 Punkte hier zur Werkstatt zu bringen. Und dann können wir theoretisch auch den 969 nachholen zur Werkstatt. Ja, ich glaube, das mache ich mal. Wechsel mal hier zum B130. Und wir fahren jetzt mit dem mal los. Thank you.
Ja, der hat natürlich weder Differentialsperre noch Allrad. Mal gucken, was der hier so kann. Ja. Nicht so einfach. Anscheinend. Reifen drehen durch, also nehme ich mal vielleicht den kleineren Gang. Und wir tasten uns hier erstmal zur asphaltierten Straße vor. Vielleicht auch nicht unbedingt durch die Pfütze. Ich fahre hier vielleicht mal direkt durchs Grüne. Und hoffe, dass das kein Fehler ist. Sieht aber ganz gut aus. Mal einen hochschalten. Ja. Okay. Sehr schön. Wir gehen mal in die Onboard und fahren jetzt einfach erstmal die Straße runter. Schalten mal in die Automatik. Der hat so ein schönes röchelndes Motorengeräusch. Pfeift aus dem letzten Loch sozusagen. Das wäre schon cool, wenn das Spiel funktionierende Rückspiegel hätte. Dann könnte man jetzt hinten den Anhänger sehen. Naja, was nicht ist, kann ja irgendwann nochmal werden. So, wir kommen jetzt gleich an diese Pfütze hier, wo links jetzt der 969 steht. Ich überlege gerade, ob ich den nochmal hierher fahre, dass wir den nochmal reparieren können. Nee, brauchen wir nicht. Wir holen den gleich sowieso zur Werkstatt, wenn wir jetzt zur Werkstatt kommen. Gut, dann gehe ich mal in die Außenperspektive und wir fahren hier mal langsam durch die Pfütze. Ja, gut aus. Läuft doch. Sehr schön. Okay, dann können wir wieder in die Onboard. Hup, nicht in den Rückwärtsgang, sondern in die Automatik. Und weiter geht's. Beziehungsweise eben noch mal kurz auf die Map gucken. Ich setze mir mal die Werkstatt als Wegpunkt. Ja, das sieht ja so aus, als kämen wir da ungefähr in die Richtung, wenn wir der Straße folgen. Ja, auf Asphalt kommt der ganz gut voran mit dem Anhänger. Ich muss mal in die Außenperspektive gehen, sonst kann ich das hier nicht so gut erkennen, wo wir hier langfahren. So, jetzt kann ich wieder in die Onboard gehen. Mir ist einfach aufgefallen, dass ich, wenn man in der Automatik fährt, erreicht man ja doch etwas höhere Geschwindigkeiten und dann kann ich einfach besser aus der Onboard fahren. So, und jetzt müssen wir links. Ach, guck mal. Ich glaube, da haben wir schon die Werkstatt da rechts. So, gucken wir noch mal ganz kurz. Hier links stehen so ein paar Hüseken. Hier rechts haben wir die Werkstatt. Ich guck noch mal eben auf die Map. Okay, ja, dann fahren wir doch hier erstmal rein.
Dann liefern wir hier erstmal unsere Werkstattpunkte ab. Beziehungsweise, Moment, das machen wir noch nicht. Ich gehe noch einmal auf die Map und wir holen den 969 hierher per Dreieck. Ja, bitte. Und dann müssten wir nämlich eigentlich, wenn ich den Truck wechsle, gucken wir mal eben, ob das geht. Reparieren. Dann können wir nämlich den A969 reparieren. Und uns selber müssen wir nicht reparieren. Okay, und dann könnten wir uns eigentlich schon die drei Punkte hier sichern. Ah, ich warte damit, glaube ich, noch. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich eventuell irgendwo auf der Map ein Fahrzeug finde, was erst repariert werden muss, um den letzten Werkstattpunkt hierher zu bringen. Und dann wäre es fatal, ich hätte das hier alles schon benutzt. Also, wir fahren den einfach ein Stückchen weiter vor. Na. Und bleiben hier erstmal stehen. Denn ob ich nun drei Punkte oder null Punkte hier freischalte, ist erstmal egal. So habe ich auf jeden Fall mehr Optionen auf der Map. Gut. Das heißt, wir wechseln wieder auf den 969. Und ich glaube, jetzt würde ich erstmal hier nach Süden fahren, denn hier ist auch eine Tankstelle. Dann kann ich den auf jeden Fall schon mal betanken und diesen südlichen Beobachtungspunkt freischalten. So. Aufmachen. Danke. So, da vorne haben wir noch die Tankstelle. Fahre ich die mal an. Sehr schön. Und hier drüben, aha, da ist doch schon unser nächster Beobachtungspunkt. Den nehmen wir auch gleich noch mit. Okay, dann schauen wir noch mal. Okay, hier geht auch ein Weg hier rechts hoch. Den könnte man eigentlich gleich mal langfahren. Ich glaube, das mache ich mal. Sehr schön. So, wahrscheinlich genau, Differential aus. Also kann ich hier auch mal im Automatik langfahren. Dann fahren wir einfach erstmal ein Stückchen den Weg hier entlang. Gucken, wo uns der hinführt. Na, komm schon. So, wo sind wir denn hier? Aha, jetzt sind wir gleich am obersten Ende des erkundeten Gebiets. Fahren wir erstmal weiter. Ja, das meine ich. Da kann ich aus der Onboard einfach besser dosiert lenken. Wow. Ganz schön abenteuerlich hier. Überlege ich gerade, ob das vielleicht auch an dem Allrad liegt, dass man da so hin und her zuckelt. Okay, hier links gehen ein paar Spuren in den Wald. Soll das ein Signal sein? Geradeaus, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, oder? Was ist da denn? Ja, also hier scheint es mal eine Brücke gegeben zu haben. Und da drüben müsste irgendwo auch unser nächster Beobachtungspunkt sein.
Ich kann den mal eben setzen. Vielleicht sehen wir da irgendwo den roten Rand davon. Ja, ich kann das da hinten so schemenhaft erkennen, aber hier brauchen wir das auf jeden Fall nicht zu prüfen, ob wir hier irgendwie rüberkommen. Das wäre purer Selbstmord. Oh, da unten scheint noch irgendwie ein havariertes Fahrzeug zu liegen, oder? Und da hinten geht auch irgendeine Straße lang. Okay. Ich gehe nochmal auf die Map. Und gehe nochmal auf den 130. Gehe nochmal auf die Map und hole mir den 969 hier hinterher. Und dann fahren wir von hier aus nochmal in Richtung Norden. Allrad können wir ausmachen. Genau, dann fahren wir nämlich einfach mal hier hoch. So, und jetzt sehen wir bestimmt rechts gleich diesen Canyon oder diesen Fluss. Oder? Wenn wir hier rechts runter gucken. Ja. So, und da sehen wir auch das havarierte Fahrzeug. Anscheinend ist der da mit Langholz gestürzt. Aber wie kommt man zu dem hin? Vielleicht ja tatsächlich, indem man da hinten diese kaputte Brücke runterfährt. Okay. Interessant. Ich werde hier eben nochmal gucken. Wir können auf jeden Fall versuchen, hier rechts rum irgendwie zu kommen und da den nächsten Beobachtungspunkt freizuschalten. Links ist auch einer. Der ist so schräg hinter uns. Aber da geht anscheinend ja auch nicht wirklich ein Weg hin. Dann versuche ich erstmal hier irgendwie. Nee, ich kann ruhig im Automatik erstmal bleiben. Dann versuche ich erstmal hier ein Stückchen weiterzufahren und dann hier rechts in den Wald reinzufahren. Sobald mir das möglich ist. So. Das sieht jetzt nicht so wirklich aus, als könnte ich da gemütlich durchfahren, wobei man ja mit dem hier eigentlich alles machen kann. Na, sonst fahren wir erstmal noch mal ein Stückchen geradeaus. Genau, lass mich mal rein. So, und wir gucken hier noch mal. Hier kann man anscheinend auch rechts. Hier haben wir natürlich auch gleich noch einen Beobachtungspunkt. Der ist. Ach so, Moment. Der ist 70 Meter entfernt nach links. Und hier geht ein Weg rein. Da hinten ist der. Gucken wir doch mal. Da fahren wir einfach jetzt mal hier querfeldein. Das ist ja nicht ganz so weit. Wir mal, dass wir hier irgendwie durchkommen. Ja, sieht gut aus. Da vorne ist doch die Fahne. Sehr schön, da kommen wir hin. Na los. Ja, der erstaunt mich immer wieder mit seinen Kletter- und Krabbelfähigkeiten. So, das Geräusch kennen wir. Hier haben wir noch eine Ressourcensammelstelle mit dreimal mittellangen Stämmen gefunden. Und da können wir auch einige Wege nach Osten hin erkennen. Okay.
Wir haben noch 5 Minütchen Zeit. Das heißt, ich würde jetzt mal hier rechts auf die Straße durchstechen. Und dann nochmal Richtung Osten fahren und gucken, ob wir da nochmal Richtung des letzten oder des einen Beobachtungspunktes kommen. Dafür muss ich auf jeden Fall. Okay. Moment. Ja, ich kann, glaube ich, hier vorne links abbiegen. Auch wenn das wahrscheinlich in Deutschland zu einem Strafzettel führen würde. Aber mit Gegenverkehr muss man in diesem Spiel ja nicht wirklich rechnen. Und Multiplayer spielen wir ja auch nicht. So, und hier dann rechts rum. Und jetzt meine ich noch nicht links, sonst kommen wir wieder auf die Straße oben rauf, oder? Ja. Sondern einen weiter. So, hier rein. Nehmen wir mal Allrad rein. Differential können wir hier, glaube ich, auch nehmen. Ist ja doch ein bisschen schlammig ist hier. Okay. Da sind wir auch durch. Differential erstmal wieder raus, wieder rein. So, die Pfütze da vorne gefällt mir nicht so richtig. Wir gucken noch mal kurz auf die Map. Mal, vielleicht können wir ja am Rand lang fahren. Das macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn mit dem 969. Wenn wir da nicht durchs tiefe Wasser fahren. So, und ich setze mir noch mal diesen Beobachtungspunkt hier als Wegpunkt. So sind wir richtig. Ja, ich muss eigentlich hier schon extrem rechts mich halten. Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwie uns einen Weg durch den Wald bahnen können. Oh. Eieieiei. Ich glaube, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Komme ich hier wieder zurück? Ja. Komme ich. Die Frage ist, komme ich durchs Wasser? Und will ich das ausprobieren? Da werde ich doch gleich gnadenlos untergehen. Nicht so einfach die Entscheidung. Ich glaube, ich versuche mich lieber am Wald und versuche einfach, mich hier am Rand irgendwie entlang zu mogeln. Bis hier vielleicht irgendwann mal eine Abzweigung kommt. So, guck mal, das hier sieht doch schon viel besser aus. Komme ich hier vielleicht durch? Oh Mann, oh Mann. Wenn ich hier nicht mal kompletten Mist gebaut habe. Gucken mal. Oh, ja, man sieht das, dass der gesamte Boden hier voller Hölzer ist. So, Winde lösen. Kann ich mich hier irgendwie ohne Winde überhaupt fortbewegen? Nee, so gut wie gar nicht. Also wenn, dann nur mit Winde. Gucken wir mal.
Da hinten ist auf jeden Fall irgendwie Licht und anscheinend eine Straße oder so. Und hier links ist immer noch Wasser. Also zum Wasser möchte ich eigentlich nicht. Und umkippen möchte ich aber auch nicht so gerne. Moment, wir nehmen mal die. Wir lösen mal die Winde und bringen die Winde wieder an hier oben. Und ziehen uns mal eben dahin. Ach, Gott sei Dank. So. Und an dieser Stelle ist doch der perfekte Punkt, um erstmal eine Folge zu beenden. Im absoluten Niemandsland, um 23:42 Uhr sage ich an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen in der ersten Folge. Ich hoffe, das Ganze hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und sage bis dahin erst einmal Tschüss.